Transaktionsanalyse, Strukturanalyse. Die Transaktionsanalyse wurde von Eric Byrne, einem in Kanada geborenen Psychiater, entwickelt, um menschliches Verhalten zu erklären. Die Theorie basiert auf den Ideen Freuds, unterscheidet sich aber deutlich. Byrne glaubte, dass die Einsicht in die Persönlichkeit des Patienten durch die Analyse der sozialen Transaktionen der Patienten besser entdeckt werden könnte. Die wichtigsten Annahmen der Transaktionsanalyse sind: Jeder ist von Grund auf gut. Jeder hat die Fähigkeit zu denken und jeder ist für sich selbst verantwortlich, was bedeutet, dass er über sein eigenes Schicksal entscheidet und die Entscheidung ändern kann. Bezogen auf die Frage, warum Menschen so denken, handeln und interagieren, hat Byrne herausgefunden, dass das menschliche Gehirn wie ein Rekorder funktioniert. Es zeichnet all unsere Gedanken, Gefühle und Emotionen auf, die wir in unserem erwachsenen Leben wiederholen. All dies unterstützt die Entwicklung eines konsistenten Gefühls- und Erfahrungsmusters, das in direktem Zusammenhang mit einem entsprechenden Verhaltensmuster steht. Was ist eine Transaktion? Eine Transaktion ist die grundlegende Einheit des sozialen Umgangs. Das bedeutet, ein bestimmtes Verhalten oder eine Reaktion folgt einem Stimulus. Wenn zwei oder mehr Personen aufeinandertreffen, wird einer von ihnen sprechen oder einen anderen Hinweis geben, der aussagt, dass die Anwesenheit des anderen anerkannt wird. Eine andere Person wird etwas sagen oder tun, was irgendwie mit diesem Reiz zusammenhängt. Die zuvor erwähnten Hintergründe zusammen mit der Überlegung, dass ein Mensch als biologisches Wesen geboren wird und ein Wesen der Vernunft und Moral ist, waren die Basis für Byrne, seine drei Ich-Zustände zu entwickeln. Byrne hatte verstanden, dass es in allen Menschen drei unterschiedliche Zustände gibt. Menschen wechseln im Laufe ihrer Transaktionen von einem Zustand zum anderen. Diese Veränderung kann leicht durch die Manieren, Erscheinungen, Worte, Gesten und Töne bemerkt werden. Die drei verschiedenen Zustände, die Ich-Zustände genannt werden, sind das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Das Eltern-Ich wird durch die Wiedergabe von Aufzeichnungen nicht hinterfragter oder auferlegter Ereignisse gekennzeichnet. Diese werden von der Person vor dem Hintergrund ihrer sozialen Entwicklung wahrgenommen und aufgezeichnet. Dieser Ich-Zustand besteht aus einer Vielzahl von Nein, mach das nicht, mach es so. Mit anderen Worten besteht dieser Ich-Zustand aus den gelehrten Konzepten des Lebens. Das Kind-Ich kann als eine Antwort, die die kleine Person auf das, was er oder sie gesehen, gehört, gefühlt oder verstanden hat, verstanden werden. Mit anderen Worten, dieser Ich-Zustand kann als Sammlung von Gefühlskonzepten des Lebens betrachtet werden. Die Funktion des Erwachsenen-Ich besteht darin, sowohl Eltern-Ich-Daten als auch Kind-Ich-Daten durch kontinuierliche Untersuchung in Bezug auf die tatsächliche Realität zu aktualisieren. Um das zusammenzufassen: Grundprinzipien des Eltern-Ich sind selbstgemachte Erziehungserfahrungen, die zu eigenen Werten oder Normen führen. Diese bilden die Grundlage für unsere Einschätzungen von Werturteilen und Lebensmomenten. Die Grundprinzipien des Erwachsenen-Ich sind die selbstgemachten Lernerfahrungen, die zu eigenen Strategien für die Erfassung und Verarbeitung von Informationen führen. Diese sind die Grundlagen unserer sachlichen, nicht emotional gefärbten Urteile und Entscheidungen. Die Grundlagen des Kind-Ich sind die selbstgemachten Zufriedenheitserlebnisse, die zu eigenen Strategien führen, um Vergnügen zu erlangen oder Missfallen zu vermeiden. Sie sind die Grundlage unserer emotional gefärbten Handlungen und Entscheidungen. Wie Sie wahrscheinlich annehmen, gibt es unterschiedliche Charaktere, die unterschiedlichen Ausdruck bzw. Gewicht der Ich-Zustände in ihrer Persönlichkeit vereinen. Drei Beispiele sollen hier als Hilfe zu verstehen sein. Eine Person mit einem starken Ausdruck des Eltern-Ich kann als programmatisch orientiert charakterisiert werden.
Er oder sie ist es gewohnt, anderen Anweisungen zu geben oder er wird meistens kritisch gegenüber anderen sein. Wenn das Erwachsenen-Ich am meisten ausgeprägt ist, kann die Person als sachorientierte Person, wie etwa Astrophysiker, charakterisiert werden. Eine Person mit einem starken Ausdruck des kindlichen Ich-Zustandes kann als emotionale Person bezeichnet werden. Typischerweise sind Comedians eher emotional als eine der anderen erwähnten Eigenschaften. Für weitere Differenzierungen richten wir den Blick noch einmal auf die einzelnen Ich-Zustände. Das Eltern-Ich kann in zwei Funktionen unterteilt werden. Ein Teil beinhaltet die fürsorgliche Seite und kann sanft, liebevoll und erlaubend sein. Dies wird als fürsorgliches Eltern-Ich bezeichnet. Personen, die aus diesem Zustand agieren, sind in der Lage, auf natürliche und fördernde Art Grenzen zu setzen. Die andere Seite des Eltern-Ichs wird als kritisches Eltern-Ich bezeichnet. Es wird auch manchmal als voreingenommenes Eltern-Ich benannt. Dieser Teil unserer Persönlichkeit enthält die Vorurteile, Gedanken und Überzeugungen, die wir von unseren Eltern gelernt haben. Einige der Botschaften, die wir in unserem Eltern-Ich-Zustand haben, können beim Leben hilfreich sein, während andere Elternbotschaften dies nicht sind. Es ist sinnvoll, herauszufinden, welche Informationen wir in unseren Köpfen herumtragen, damit wir den Teil behalten können, der uns in unserem Leben hilft, und den Teil ändern können, der es nicht tut. Das Erwachsenen-Ich ist unser Rechenzentrum. Es ist der Teil unserer Persönlichkeit, der Daten genau verarbeiten kann, der sieht, hört, denkt und Lösungen zu Problemen finden kann, die auf Fakten basieren und nicht durch unsere vorgefassten Gedanken oder kindlichen Emotionen gefärbt werden. Das Kind-Ich kann ebenfalls in zwei Teile unterteilt werden, das freie Kind-Ich, auch als das natürliche Kind-Ich bezeichnet, und das angepasste Kind-Ich, der auch das rebellische Kind-Ich enthält. Das freie Kind-Ich ist der Ursprung des spontanen Gefühls und Verhaltens. Es ist die Seite von uns, die die Welt auf direkte und unmittelbare Weise erlebt. Unser freies Kind-Ich kann verspielt, authentisch, expressiv und emotional sein. Es ist zusammen mit dem Erwachsenen-Ich der Sitz der Kreativität. Einen guten Kontakt zu unserem eigenen freien Kind-Ich zu haben, ist auch eine wesentliche Voraussetzung für eine intime Beziehung. Wenn wir uns auf eine Weise anpassen, die uns weniger in Kontakt mit unserem wahren Selbst, also unserem freien Kind-Ich, bringt, verringern wir die Intimität, die wir in unserem Leben haben können. Das angepasste Kind-Ich ist der Teil unserer Persönlichkeit, der gelernt hat, den elterlichen Anweisungen nachzukommen. Wir alle passen uns auf die eine oder andere Weise an. Manchmal, wenn wir mit einschränkenden elterlichen Anweisungen konfrontiert sind, rebellieren wir gegen sie, anstatt ihnen zu folgen. Dann wird aus dem angepassten Kind-Ich das rebellische Kind-Ich. Dieses Verhalten kann als eine Alternative zum braven, den elterlichen Anweisungen folgenden Verhalten angesehen werden. Es ist jedoch immer noch eine Antwort auf die elterliche Anweisung und damit eine Art Adaption.